Hallo. Viele fragen, Michaela, was ist denn aus dem Beauty-Blogger Award geworden? Wir sind schon alle ganz gespannt. Heute Mittag hat mich die Nachricht von Karin erreicht, die geschrieben hat: Hast du jetzt schon das Ergebnis gesehen? So und so und so und so. Für alle die, die jetzt nicht wissen, was Sache ist. Das hier ist meine liebe Mama. Da war sie so ein bisschen über 20, schätze ich. Und sie hat ihr Leben lang im Dienste der Schönheit gearbeitet. Und dieses Jahr wird sie ja 90 Jahre. Und da habe ich gedacht, so als besondere Überraschung melde ich sie mit unserem Film Make-up-Routine Ü80 bei diesem Beauty-Blogger Award an und mal sehen, was daraus wird. Und Mitte März sah es so aus, waren wir auf Platz 1. Und am 31. März habe ich dann die Nachricht bekommen, wir liegen jetzt mit 100 Stimmen weniger als Platz 1, also auf Platz 2. Nämlich die Platz 1 hatte 6.218, glaube ich, und wir hatten 6.114, irgendwie so. Also 100 Stimmen trennten uns und auf Platz 3 war dann mit 2.900 irgendwas dann die Astrid. Und dann habe ich gedacht, och, das sieht ja schon ganz gut aus. Also sind wir unter die 10 in die engere Wahl gekommen. So, und jetzt heute kam das Ergebnis. Die Michaela mit der Mama, mit der Beauty Queen, ist nicht mehr dabei. Das heißt, die drei ersten Plätze, die werden jetzt Anfang Mai ermittelt. Ich drücke dann der Astrid die Daumen, dass es klappt. Und der Sonderpreis geht an irgendjemanden, die sich halt mit einem sehr, sehr nett arrangierten Beitrag, mit einem schön gemachten Blog beworben hatte. Und herzlichen Glückwunsch an diese vier Gewinner. Ja, jetzt fällt bei euch vielleicht so die Kinnlade runter. Ja, ist sie bei mir auch, weil ich hatte mir so ein bisschen Hoffnung für meine Mama auf den Sonderpreis gemacht, weil ich dachte, das ist doch mal was ganz Besonderes, wenn eine Frau, die jetzt 90 wird, anderen Frauen, also da war sie 86 in dem Film, anderen Frauen erklärt, wie sie sich täglich zurechtmacht. Aber man muss das auch aus wirtschaftlicher Sicht sehen. QVC ist ein großes Unternehmen und ich denke mal, die haben bestimmt auch was mit den Gewinnern vor, dass die dann da Produkte sponsern, die diejenigen in die Kamera halten sollen und so. Das ist bei meiner Mutter natürlich nicht gegeben und von daher haben wir halt Pech gehabt. Aber das Tolle, unsagbar Geniale an dieser Geschichte ist, Mädels, boah, was habe ich für tolle Frauen um mich herum, die fast einen Monat lang täglich daran gedacht haben, für meine Mama zu voten. Danke, 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 Mädels, ihr seid einfach unglaublich, so dass ich sagen kann, egal, wenn das jetzt mit dieser Nominierung nicht geklappt hat, schade, dass ich dieses Geld jetzt auch nicht noch zusätzlich spenden kann. Übrigens, gestern habe ich für Ärzte ohne Grenzen 2.500 € auf den Weg gebracht. Werdet ihr morgen aber noch in einem kleinen Film sehen, da zeige ich das in die Kamera, dass ihr wisst, dass ich das auch wirklich gemacht habe. Ja, ich hätte dieses Geld, wie gesagt, gerade jetzt in dieser Zeit gerne noch zusätzlich gespendet, werde aber morgen auch wieder eine ganz besondere Aktion vorstellen, weil wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Und ich finde, was ihr mir da gezeigt habt, wie sehr ihr uns den Rücken gestärkt habt, das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Preis hin, Preis her, hat nicht sollen sein. Wie gesagt, ich gönne es den anderen vier von Herzen. Meiner Mama weiß ich nicht. Erzähle ich ihr das? Erzähle ich ihr das? Ich glaube, ich erzähle es ihr, weil sie dann sieht, ja, was das für ein Zusammenhalt ist und wie man an sie gedacht hat, weil sie ist jetzt immerhin die Königin der Herzen geworden. Sage ich jetzt mal einfach in eurem Auftrag. So, und eventuell, heute haben wir den 15. April, klappt es morgen am 16. April um 22.10 Uhr auf dem WDR. Frau TV hat bei mir angerufen und gefragt, ob sie einen Schnippel aus meinem Film Deckard zu lang Schnipp schnapp zeigen dürfen. Nur habe ich gesagt, ja, macht mal. Das heißt aber noch nichts. Also man weiß nie, machen die das dann oder machen die es nicht. Aber vielleicht ist das dann eine schöne Sache, wo Mama dann auch morgen vielleicht stolz vom Fernseher sitzt und sagt, das ist meine Tochter Michaela und die hat alles von mir gelernt. Also in diesem Sinne, danke, danke, danke. Nicht traurig sein. Das hat alles so seine Gründe, warum das nicht geklappt hat.
bin ich mir fest davon, also bin ich fest von überzeugt. Deswegen habe ich mich auch beim mit Make-up-Coach da nicht angemeldet, weil ich dachte, aber für meine Mama wäre es so schön gewesen. In diesem Sinne, lasst euch überraschen, was ich morgen euch zeigen werde. Das ist auch nochmal ein ganz spezielles Thema, aber guckt selber rein. Danke, danke, danke. Ihr seid die Besten.